Unstimmigkeit. Früh am nächsten Morgen in Arthas neuem Stützpunkt. Willkommen bei Kapitel 8 von Warcraft 3, Reign of Chaos. Vergebt mir, Botschafter, aber der Prinz ist unterwegs. Was führt euch an diesen entlegenen Ort? Durch königliches Edikt sollen eure Männer sofort nach Lordaeron zurückkehren. Lord Uther hat den König überredet, diese Expedition abzubrechen. Wir sollen einfach packen und abziehen? Ganz recht. Meine Männer melden, dass die Straßen von hier zur Küste von den Untoten kontrolliert werden. Ihr müsst einen anderen Rückweg zu euren Schiffen finden. Zur Hölle mit den Untoten! Wir bahnen uns den Weg durch den Wald, Männer. Captain, warum sind die Wachen nicht auf ihren Posten? Milord, euer Vater ließ die Truppen auf Geheiß von Lord Uther abziehen. Uther hat meine Männer zurückgerufen? Verdammt! Ohne meine Krieger kann ich Mal'Ganis niemals besiegen! Die Schiffe müssen verbrannt werden, ehe die Männer die Küste erreichen. Ist das nicht leicht übertrieben, Freund? Bis auf die Balken verbrannt. Niemand kehrt heim, bis unsere Arbeit hier getan ist. Unstimmigkeiten. Oh ja. Die Boote verbrennen, die 5 Schiffe zerstören, bevor die Zeit abgelaufen ist. Besteht etwas Zeit! Schon wieder fast vergessen. Für die Ehre. Eine wirklich reine Zeitdruckaufgabe. Ja. Und hallo übrigens. Wir brauchen mehr Männer, um uns durch die Untoten zu kämpfen. Ich bin hier oben durch einige Söldnerlager gekommen. Vielleicht können wir ein paar Söldner anheuern. Das ist voll der Hammer. Aber sowas von Hammer, Mann. Ihr habt gehört, Söldner anheuern, ne? Wir greifen also auf Söldner zurück, da wir ja keine Soldaten haben, außer Zwerge und Muradin und Arthas. Also, ich stehe für das Licht. Denn die Soldaten wollen abhauen. Elender Kerl. Für die Ehre. Ja. Gehen wir kämpfen. Besteht etwa Gefahr? Zeigt uns ein Ziel. Das Licht ist meine Stärke. Spürt meinen Zorn. Für die Ehre. Ja. Elender Kerl. Natürlich. Das ist schon besser. Ich stehe für das Licht. Mein Gott, das war katastrophal schlecht. Ja. Das Licht ist meine Stärke. Okay, wir müssen ein bisschen besser für aufpassen. Die Ehre. Natürlich. Ja. Hier unten seht ihr übrigens die 5 Schiffe, ne? Dass er mich dazu zwingt. Ich töte für euch. Ich töte für euch. Zeit zum Klappen! Es ist mehr Gold erforderlich. Besteht etwa Gefahr? Ihr seht richtig. Wir heuern die Einheiten an, die wir vorher getötet haben. Als Söldner. Weil wir eine Armee brauchen. Auch das ist wieder etwas, ja, was so natürlich eigentlich nicht passiert wäre. Wenn Arthas... Ja, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Und muss ich mal klar machen, natürlich, dass Arthas jetzt gerade seinen ehemaligen Feind einfach anheuert, nur um sein Ziel zu erreichen. Plan. Natürlich. Für die Ehre. Natürlich. Für die Ehre. Natürlich. Für die Ehre. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Natürlich. Cool. Besteht etwa Gefahr? Ein solider Plan. Natürlich. Ein solider Plan. Für die Ehre. Natürlich. Für die Ehre. Natürlich. Ja. Nein! Ah, scheiße. Dachte echt, die Highlight noch im Griff. Haben nur noch einen. Ist ja super.
Natürlich. Ein solider Plan. Für die Ehre. Für meinen Vater, den König. Und Boot Nummer 1. Ja. Für meinen Vater, den König. Sehr gut. Aber es sind immer noch Schiffe übrig. Nochmal kurz, ne? Das ist unser Rückweg. Das sind die Schiffe, mit denen wir hingekommen sind. Unsere menschlichen Schiffe. Ein solider Plan. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. 20 Minuten für 4 Schiffe, 5 Minuten pro Schiff. Natürlich. Ja. Und wir haben hier nochmal Nerubenkrieger. Spinnenartige Gegner, die hier in Northrend beheimatet sind. Und aus deren Leichen noch mehr Spinnen kommen. Das ist ein bisschen eklig. Ja. Ein solider Plan. Das sind ihre Ziggurats, ihre Wohnhäuser. Das ist ihre Königin. Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Jetzt wird gerichtet. Für meinen Vater, den König. Ja. Ein solider Plan. Für die Ehre. Ja. Für meinen Vater, den König. Das ging schnell. Natürlich. So, nächstes Söldnerlager. Ich rede nicht viel, das tut mir leid, aber ich bin auch gerade echt konzentriert. Das Licht ist meine Stärke. Zeit zum Klappen. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Ein solider Plan. Okay, das müsste aber eigentlich gut klappen. Bis jetzt sieht's ganz gut aus. Für die Ehre. Ein solider Plan. Das ist voll der Hammer. Das ist schon besser. Also dann. Voll der Hammer, Mann. Das Licht so. Ist meine Stärke. Ja. Ach ja. Und da ist schon das nächste. Da ist schon das nächste. Ein solider Plan. Dafür müssen wir, glaube ich, durch die Bäume durch, ne? Ja. Natürlich. Ein solider Plan. Natürlich. War hier nochmal gar nicht? Ein solider Plan. Besteht ja. etwa Gefahr? Randaliergoblins, das sind, ja. Ne, mit denen könnten wir die, das sind glaube ich so, jagen die selbst in die Luft oder sowas? Komm schon, wir machen das lieber so. Ihr habt richtig entschieden. Ist gemacht. Komm schon, Kurzer. Sind unterwegs. Immer mobil. Ich glaube, das geht auch ein bisschen schneller als mit den Goblins. Aber Dalli, ich stehe für das Licht. Das war's nämlich schon. Perfekt. Für die Ehre. Ich glaube, das sind so Goblins mit so Sprengladungen oder sowas. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Jetzt wird gerichtet. Für die Ehre. Ein solider Plan. Für die Ehre. Ja, perfekt. Ich töte für euch. Lass knacken. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Was ihr wollt. Wobei, dann können wir mal ganz schnell noch. Ich töte für euch. Zeit zum Klappen! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich stehe für das Licht. Cool bleiben. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ein solider Plan. Ja. Lass knacken. Ich stehe für das Licht. Das ist voll der Hammer. Natürlich. Für die Ehre. Und der Clap. So. Also dann, cool bleiben. Ich stehe für das Licht. Das kam überraschend, muss ich zugeben, mit den Drachen. Das Dingo. Das Dingo. Und das wird jetzt nochmal übel. Ich stehe für das cool Licht. Bleiben. Die Todesschneise.
Besteht etwa Gefahr? Ganz ehrlich, ich mach's wie immer, ja? Ja. Was ihr wollt. Das Licht ist meine Stärke. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Müsste relativ gut funktionieren, ja. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ein solider Plan. Natürlich. Was ihr wolle. So. Ich stehe für das Licht. Zeigt uns ein Ziel. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das ist wichtig. Gut, das hat ja ganz gut funktioniert. Haben wir genau ein Team. Eine Verbeugung das wollte ich. Ist nicht nötig. Für meinen Vater, den König. Ein solider Plan. Elender Kerl. Ja. Natürlich. Ich stehe für das Licht. Für meinen Vater, den Was König. Das Licht ist meine Stärke. Cool bleiben. Boah, Totenbeschwörer sind so übel, ne, mit den Skeletten. Come on. Eisig. Was ihr wollt. Ich stehe für das Licht. Für meinen Vater, den König. Ein solider Plan. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Lass knacken. Okay, das ist aber eigentlich relativ entspannt gerade, oder? Außer das hier. Ein solider Plan. Ja, ein solider Plan. Ich stehe für das Licht. Da steht etwa Gefahr? No! Lass sie doch durch! Das Licht ist meine Stärke. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Für die Bronzebeards! Ich stehe für das Licht. Ja. Einmal los! Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das war doch okay, das oder? Ist schon besser. Ich glaube nicht, dass da noch viel kommt. Das Licht ist meine Stärke. Lass knacken. Perfekt. Besteht etwa Gefahr? Das war's schon. Na gut, dann hat das doch sehr gut funktioniert. Was ihr wolle. Sterbt. Ich stehe für das Licht. Okay. So viel zum Rückweg. Prinz Arthas. Rasch, meine Krieger! Diese mordlüsternen Kreaturen haben unsere Schiffe verbrannt und unsere Heimkehr vereitelt. Tötet sie alle im Namen von Lordaeron! Verdammte Bestien! Tötet sie alle! Unsere Schiffe zerstört. Was sollen wir jetzt machen? Hört mir zu. Hört alle zu. Für uns gibt es keinen Weg nach Hause, es sei denn durch Sieg. In diesem Land leben oder sterben wir gemeinsam. Kehrt jetzt zum Stützpunkt zurück und bemannt die Posten. Und damit haben wir die Zielgerade erreicht. Die letzte Mission der Menschenkampagne steht vor uns. Arthas hat nicht nur die Männer verraten, die mit ihm hier hingekommen sind, sondern auch noch die, die sich entschieden haben, mit ihm zu kämpfen, die Söldner. Und wie das Ganze endet, erfahren wir beim nächsten Mal. Schaltet ein. Bis dann. Ciao.